Den Katzenbachsee im Rücken geht's los. Musiklehrer Martin Kuhnle wandert gerne und verdient sich als Autor von Wanderbüchern auch noch was dazu. Gerade ist er im Stromberg Heuchelberg auf einem sogenannten Wanderdreiklang unterwegs. Ein Konzept, das von bestimmten Startpunkten der Region jeweils drei verschieden lange Wegrouten anbietet. Alle gut ausgeschildert. Am liebsten wandert Martin mit Hund. Chucho ist ein Bearded Collie, hat viel Fell und findet jeden Tümpel. Weil er aber gerade erst ein Jahr alt ist, darf die Route nicht länger als 5 Kilometer sein. Und? Beim Wandern mit Hund ist halt auch wichtig, dass man keine Strecken benutzt, die ewig in der Sonne sind, sondern dass man Waldabschnitte auswählt, dass man wasserreiche Gegenden wählt, die Bäche, Flüsse, Seen beinhaltet bei der Tour. Und dass die Strecke wenig asphaltiert ist, sodass der Hund sich die Pfoten nicht heiß läuft. Außerdem riecht's im Wald ja immer so gut. Ein Paradies für Hunde, der Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Wein, Wasser, Wald. Und dann kommen solche Ausblicke wie am Weißen Steinbruch bei Pfaffenhofen. Das ganze Zabergäu zu Füßen und ein Blick fast bis zum Odenwald. Früher wurde hier Stubensandstein abgebaut, als Baustoff zum Beispiel für den Stuttgarter Hauptbahnhof oder als Scheuersand für Holzböden. Und der Weiße Steinbruch ist auch ein Fenster in die Urgeschichte. Da hat man vor ungefähr über 100 Jahre Saurierfunde aus der Triaszeit gefunden. Das ist über 200 Millionen Jahre alt. Das war dann der Cellosaurus und der wird bis zu 6,5 Meter lang und 400 Kilogramm schwer. Gut, dass der nicht mehr durch diese Wälder streift. Chucho zieht's jetzt ins Wasser. Am Heiligen Bergsee mit seinem Lehmwasser dürfen Hund und Mensch rein. Der See liegt aber nicht im Tal, sondern hoch über den Weinbergen und dient den Winzern von Häfner Haslach als Wasserreservoir in diesen trockenen Zeiten. Zurück zum Startpunkt, dem Katzenbachsee. Die bekanntere Emelsklinge ein paar Kilometer weiter ist immer gut besucht. Hier füllt sich nur am Wochenende die Liegewiese. In den Sommermonaten dürfen am Katzenbachsee nur Zweibeiner ins Wasser. September aber endlich auch wieder Hunde. Die Wander-Dreiklänge im Stromberg-Heuchelberg rund um Pfaffenhofen. Es gibt verschieden lange Rundwege, traumhafte Aussichten und viele Einkehrmöglichkeiten.